Application-Level Gateways arbeiten auf der Vermittlungs-, der Transport- und im Gegensatz zu den Firewalls auch auf der Anwendungsschicht. Sie entkoppeln Netze, das heißt, die Verbindungen zwischen Quelle und Ziel werden vom Application-Level-Gateway unterbrochen. Und wie man das jetzt hier nochmal an dieser Zeichnung sieht, also wenn ich einen Client hier habe, ne, einen Rechner, der von außen auf mein Netz zugreifen will, dessen Kommunikation geht dann erst zu dem Application-Level-Gateway und von dort aus weiter zum Server. Das heißt, im Gegensatz zu der Situation mit der Firewall, wo man dann eigentlich, also wenn die Firewall die Daten durchlässt, gar nicht merkt, dass eine Firewall dazwischen ist, ist es jetzt hier anders. Man hat hier zwei Verbindungen, eine vom Client zum Application-Level-Gateway und vom Application-Level-Gateway weiter zu dem Server. Der Client, aus der Sicht des Clients stellt sich die Situation so dar, dass er nur quasi die Verbindung zum Application-Level-Gateway wahrnimmt und nicht unbedingt feststellen kann, dass dahinter noch die Kommunikation zu diesem Server weiterhin erfolgt. Ja, die Vorteile von Application-Level-Gateways sind, dass man jetzt auch einen Blick in die Anwendungsschicht erhält. Man kann die Daten dort sich anschauen und applikationsspezifisch behandeln und dort dann Dinge sozusagen durchlassen und verhindern. Aber man muss sich nicht wie bei Firewalls darauf festlegen, entweder eine Anwendung ganz oder gar nicht zu erlauben. Wenn es jetzt darum geht, um Webseiten, bei denen jetzt zum Beispiel noch ältere Java-Applets vorhanden sind, dann könnte es sein, dass man diese Java-Applets aus den Webseiten herausfiltert, weil man ja bei vielen Java-Applets von Sicherheitsproblematiken ausgeht. Oder man könnte sich auch, wenn es jetzt um ein Application-Level geht, wie im Zusammenhang mit E-Mail geht, sich die E-Mail-Anhänge anschauen und gucken, ob diese Dateien, die da angehangen sind, eventuell Viren enthalten. Also kann man jetzt hier gewisse Einschränkungen von Dienstmerkmalen damit auch ganz konfigurieren. Also zum Beispiel bei dem Protokoll FTP, wo man nur möchte, dass sich Nutzer Dateien herunterladen können, aber nicht hochladen. Dann kann man einen Befehl put, der dort halt zum Hochladen dient, dann entsprechend unterbinden. Und man kann es auch so machen, dass eine Authentisierung des Nutzers erforderlich ist. Also die Dienste können dann nur für Nutzer, deren Identität man überprüft hat, verwendet werden. Nachteile bei den Application-Level-Gateways sind insbesondere, dass das Ganze halt nur spezifisch ist für jede einzelne Anwendung. Das heißt, eine Anwendung braucht wiederum ein Application-Level-Gateway und das Programm muss speziell darauf eingerichtet und werden und braucht halt auch die entsprechende Hardware dann, ne? Wenn man jetzt so ein Application-Level-Gateway verwendet für eine Anwendung, wo das vorher noch nicht der Fall war, dann muss man dies auch erst alles entsprechend einrichten, auch bei der Applikation selber. Der Rechenaufwand an dieser Stelle ist im Gegensatz zu den Firewalls deutlich erhöht und damit ist das Ganze schlecht skalierbar. Das heißt, man muss sich wirklich überlegen, welche Anwendungen lohnen sich, dass man die über so Application-Level-Gateways laufen lässt.